Ja, verehrte Zuhörer, Zuschauer, Sie waren jetzt eben Zeuge, wie man geschützt und ungeschützt spielen kann. Aber Sie wollen natürlich wissen, Sie wollen noch mehr wissen über den Bummspieler oder über den Kasperlesmont. Ja, es gibt eine Geschichte über den Kasperlesmont, wie der zu seinem Namen gekommen ist und vor allem, wie das war, als er rausgekriegt hat, wer sein Vater war. Ja, das Lied, das spielt in Erlangen. Da hat es früher die Erba gegeben. Die Erba, das war Spinnerei. Die haben es gesponnen, nicht so wie heute, aber haben auch gesponnen. Und die gibt es heute nicht mehr. Haben alles die Chinesen gekauft. Das ist übrigens kein chinesischer Gedanke, gell? Nein, nein. Und Zupfer, die kommen auch vor in dem Lied. Zupfer, so heißen heute noch die GIs bei den Taxifahrern. Also zu meiner Zeit haben die Zupfer geheißen. Ne? Warum? Weiß ich nicht, weil sie Baumwollzupfer waren, ganz früher, was weiß ich. Jedenfalls der Kasperlesmont ist ein Hinterbliebener von so einem Zupfer sozusagen. Und davon handelt das letzte Liedler. Zu der Melodie von einem alten Traditional. Nicht von Eric Burden, nein, nein. Von der Georgia Turner. Von 1937. Mein Vater, das war ein Indianer. Die Welt war viel zu viel zum Schlucken. Schon lang bist du in thank you.
Dank.